Alles, was Sie jetzt sehen werden, wurde auf Rinderfarmen mit den nachfolgend aufgeführten Brandzeichen gefilmt. In der Nähe von Marfa, Texas. Dort, wo der Rio Grande die große Biegung macht. Hier! Das hier nennen wir das hohe, einsame Land. Denn, Freunde, es ist wirklich hoch und es ist einsam. Sehen Sie den Fleck dort in der Mitte? Das ist der Sitz der Horse Davis Ranch. Und dort wohnen wir. Es kostete uns Jahre voller Arbeit und Ärger und bewaffneter Kämpfe, um diese Ranch aufzubauen. Und wir dachten, wir hätten es geschafft. Dann aber geschah eines Abends etwas Seltsames, das wir uns überhaupt nicht erklären konnten. Damals fanden wir noch nichts dabei. Aber viel später dann wussten wir, dass die größte Gefahr unseres ganzen Lebens auf uns zukam, als an diesem Abend die Sonne unterging. Ist er nicht vorbeigekommen, sonst wären die Wachtmann schon früher aufgeflogen. Muss weiter unten sein. Dieser Waschbär, der meine Küche ausräumen will. Na gut, da schießen wir uns einen Waschbär. Hört sich an, als wären unsere Nachtwächter wieder unterwegs. Ja, das ist Brutwissel. Er versucht, diesen Waschbären zu überlisten. Gleich hörst du den alten Narren mit dem Gewehr ballern. In die Küche würde nicht mal ein Waschbär seinen Fuß setzen. Wir sind Waschbären zu reinlich. Da hörst du es. Hey, das war Franks 45er. Also nein, wirklich, die sind ja nicht bei Trost. Das wird ja hier von Tag zu Tag schlimmer. Lass das lieber die Jungs erledigen, Abby. Die etwa? Was hast du dir dabei gedacht, das Fenster auszuschießen? Und wieso hast du den Fensterladen kaputt geschossen? Ich dachte, ich hätte was gesehen. Ich auch. Hey, der verdammte Waschbär hat gelernt, wie man Licht macht. Nimm lieber mal deine Hände hoch. Ja, mach ich. Was ist da, Dixie? Komm doch rein. Und pass doch auf, wem ihr den Kopf abschießt. Ein schöner Waschbär. Wer bist du, Billy the Kid? Sie haben noch nie von mir gehört. Klaus dich durch nach Kalifornien, was? Ich habe in Marfa gearbeitet. Für wen, Kleiner? Sägemühle. Gib keine Sägemühle in Marfa. Recht werden, was? Ich sollte dir... Hör auf, Frank! Was haben wir denn da gefangen? Wir nennen es einen Waschbären. Jetzt hört aber auf, Jungs, ja? Du kommst besser mit mir, Coon Cat. Sehen wir uns die Sache mal im Haus an. Komm mit der Lampe näher, Miegel.
Das hier wird schon heilen. Ist das schlimm? Es war schlimm. Kein Wunder, plötzlich einfach so aufzutauchen. War wohl unter einem Stein versteckt. Jetzt wird er aufpassen, wo er auftaucht. Kommst du dir wohl klug vor, was? Was ist bloß mit ihm? Wisst ihr, was ich glaube? Der Bursche hat jemanden umgebracht. Morgen früh stellen wir fest, wen. Da bin ich nicht mehr hier. Megan, schneid ihm noch eine Scheibe von dem miserablen Brot ab. Sieh mal in der Tischschublade nach Abby. Vielleicht brauchst du was daraus. Ich glaube, du hast recht. Gib ihm das Brot, Megan. Jetzt geh rüber zur Tür. Und zieh mal kräftig am Glockenseil. Setz dich! Sie können mich hier nicht festhalten. Versuchen können wir es. Finger weg davon, Junge. Abby will dich nicht verletzen. Nicht auf ihrem sauberen Boden. Was ist los? Wo sind die alten Handschellen aus meiner Zeit als Hilfs-Sheriff? Ja, neulich habe ich sie irgendwo rumliegen sehen. Dann find sie wieder und fessel den Kerl im Schlafraum fest. Morgen ist Sonntag, aber nach der Bibelstunde stelle ich fest, wer er ist. Die halten ihn schon fest. Also komm, los! Also komm, hat der Mann gesagt. Ich hab's gehört. Abby, ist der Kaffee noch heiß? Ich glaube schon, Pa. Also anlegen können wir sie ihm jetzt, aber ob sie wieder abgehen, das ist die Frage. Das macht nichts, sie stehen sich ja wohl. Hey, pass doch die Lampe auf. So, mal sehen, ob sie passen. Herr Leximann. So, komm her. Leximann. Beruhig dich doch, Junge. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie... Hey, wo bist du? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Hey. Nun hört euch bloß mal diesen Schreihals an. Es ist nur Pat Farron. Das sag ich ja. Abigail! Hey, Abby, ich bringe dir... Wo ist die Leiche? Du weißt doch, dass Pa sonntags immer die Bibel liest. Sonntag? Heute? Ich kann nicht da bleiben, aber deck für mich, ich komme zum Essen. Du bleibst jetzt hier. Neulich nachts war ein Pferdedieb bei mir. Hab ihn verjagt, bevor er was stehlen konnte. Ist das dein Pferdedieb? Der? Nein, das war ein großer, kräftiger Indianer. Dann halt den Mund und setz dich. In der Dunkelheit konnte ich nicht mal das Visier meines Gewehrs... Halt den Mund. Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und sie spinnen nicht. Und doch sage ich euch, dass selbst Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so gekleidet gewesen ist, wie auch nur eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf den Felde so kleidet, dass doch heute steht... Nicht so, nein, so geht das nicht! Kennst du ihn wirklich nicht, Pat? Warum glaubst du, dein Pferdedieb war Indianer, wenn es so dunkel war? Naja, so dürr wie der ist, könnte er schon wie ein großer Indianer wirken. Ich war nie bei ihren Pferden. Zauberst du nicht? Das ist mein Lasso, was er da hat. Wieso hast du das genommen? Ich wollte mir ein Pferd auch so besorgen, wie man mir alles genommen hat. Dafür habe ich es genommen. Wenn er so wild drauf ist, ein Pferd zu stehlen, hat er etwas Schlimmeres getan. Bootwissel, spann den Wagen an. Seine Spur zu verfolgen wird schwierig, wenn er über die Felsen gerannt ist. Ich habe eine bessere Idee. Ja, halt das. Warum soll ich die von vorn und hinten bedienen? Hast du schon mal was gesehen, was so wild entschlossen war, freizukommen? Ein wilder Sprung nach dem anderen, sonst nichts. Er wird es nur noch einmal versuchen. Hey, was ist dieses eine Mal? Na, warum habe ich ihm sonst wohl das Seil gegeben? Hey, Dixie. Ja? Frank geht vielleicht ein bisschen zu roh mit dem Jungen um. Ja, ich kümmere mich mal drum. Gut. Verlier keine Zeit. Wirst du jetzt reden? Ich werde gar nichts tun. So, ich bring dich schon zum Reden.
Reicht's jetzt? Nein. Ich bring dich um, wenn's sein muss. Schon, wach auf, jetzt geht's weiter. Ja, ich weiß, wir können noch lange weitermachen. Nein, ich gebe auf. Oder auch langsam Zeit. Ach. Aha, das war also deine bessere Idee, hä? Ja, und es hat geklappt. Halt's Maul und hör zu. Ich krieg's ja doch raus, so oder so. Was kriegen wir raus? Da liegt eine Leiche am Postweg. Ich hab Jim Shell umgebracht. Wo liegt die Leiche? Auf dem Boden des Handelspostens. Da hast du's. Ist es hier? Ja, Sir. Komisch, wie unheimlich und gespenstisch sowas aussieht, wenn man weiß, was drin ist. Wo hast du dich aufgehalten? Dort. Hinter den alten kaputten Mauern. Dort hast du den Überfall geplant. Das war mein eigenes Geld. Was hat dann Jim Shell damit gemacht? Na ja, diese Straße hatte einen üblen Ruf. Er wollte es für mich bis zum Morgen aufbewahren. Gute Idee. Nein, Sir. Nach einer Weile kamen zwei Fremde zu mir und aßen mir mein Essen weg. Da dachte ich marschiere bei Nacht weiter und schüttel sie ab. Aber dieser Händler, dieser Jim Shell, er gab mir mein Geld nicht mehr zurück. Er schwor, er hätte nie von dem Geld gehört. Diese beiden Fremden standen in der Tür und haben alles gehört. Und du hast den Händler erschossen? Noch nicht gleich. Ich ging zurück zu meinem Feuer in der Ruine. Die Fremden kamen hinter mir her. Der so ausländisch gesprochen hat, der hat mein ganzes Zeug durchsucht. Und der andere, der immer so lächelte, der kam und stellte sich daneben. Warum steckst du ihm nicht deinen Revolver in den Bauch? Du hast dein Recht auf das, was dir gehört. Ich habe keinen Revolver. Wir leihen dir einen Revolver. Ich will ihn aber nicht erschießen. Wer sagt denn erschießen? Du gehst einfach rein, hältst ihm das Schießeisen vor und sagst, ich will mein Geld. Wir geben dir Deckung. Klar, wir halten zu dir. Hol den Revolver aus der Packtasche, Roper. Du weißt, was ich nicht meine. Hey, warten Sie mal! Du willst dein Geld, oder nicht? Es klang so, als müsste es klappen. Ich nahm also den Revolver, den Sie mir gaben, und ging wieder in den Laden. Jim Shell saß drüben beim Kamin und reparierte einen Sattel. Du wieder, hä? Sie haben's, das wissen Sie am besten. Hast du den von den zwei Straßenräubern? Ich will mein Geld haben. Nicht manns genug, es selbst zu versuchen. Wir müssen einen Jungen vorschicken, hä? Ich will es haben! Bist du sicher, der Revolver ist geladen? Stehen bleiben, sonst wissen Sie es gleich. Ich wusste nicht gleich, wo ich war, als ich zu mir kam. Ich dachte, ich wäre blind. Aber ich konnte schon bald wieder sehen. Aber dann erinnerte ich mich. Ich wusste, ich hatte einen Mann getötet. Ich wusste nicht, was die beiden Fremden deswegen unternehmen wollten. Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Ich wusste nur eins, ich musste sofort abhauen. Und ein Glück, dass ich das tat. Hast du nicht gesagt, der Junge wäre tot? Zu den Pferden. Ich bin immer weitergerannt. Aber sie haben mich sehr weit verfolgt.
Deshalb war ich so hungrig. Warum sollten Sie das wohl tun? Sie würden beschuldigt werden, oder? Oder Sie bewiesen, dass ich es war. Die zwei Fremden sind genauso schuldig wie der Junge. Sie haben den Raubüberfall geplant und den Jungen dazu benutzt. Sie müssen gefunden werden. Ich lege ein Netz über dieses Gebiet, durch das kein Floh durchkäme. Ich mobilisiere alle Rancher im 90-Meilen-Umkreis. Möglicherweise viel weiter weg als 90 Meilen. Das müssen wir jetzt erstmal rausfinden. Sieh mal in den Ruinen nach, Frank. Vorwärts. Komm mal her, Junge. Sehen Sie ihn? Die Leiche? Sieh mal selbst rein. Staub. Zentimeter hoch. Überall. Aber da war... Vielleicht war es ein Sandsturm. Hier war keiner. Dieses Haus ist schon seit Monaten verlassen. Ich sag euch noch was. In diesen Ruinen hat kein Feuer gebrannt. Keine Asche, keine Spuren, da war kein Mensch drin. Ich kann Ihnen sogar einen spitzen Stein im Kamin zeigen, wo ich mich anlehnte und dann wegrücken musste. Wisst ihr was? Ich denke, der Junge glaubt das, was er sagt. Weißt du auch warum? Weil der Junge verrückt ist. Er ist nicht richtiger im Kopf als ein tollwütiger Skunk. Ja, die Frage ist, was machen wir mit ihm? Sie glauben, ich sei... verrückt geworden? Ich weiß es nicht. Also ich kann ihn ja abliefern beim Sheriff in Marfa. Erst wenn ich weiß, was er getan hat. Also gut, dann gebe ich ihm ein Pferd. Irgendein Pferd und dann geben wir ihm einen Vorsprung und dann hetzen wir ihn. Das werde ich auch nicht tun. Wieso nicht? Weil wir ihn brauchen, um dieser Sache auf den Grund zu gehen. Du kannst ihn doch nicht einfach hier behalten. Ach nein? Das geht doch nicht. Mit dem Mädchen? Da habe ich auch noch ein Wort mitzureden. Das glaube ich nicht. Du bist ein richtiger alter Sturkopf, rechthaberisch und streitsüchtig. Du weißt doch gar nicht, wozu so ein Junge noch fähig ist. Hey, habt ihr ihn gefunden? Wen gefunden? Diesen toten Kerl, der erschossen wurde. Es gibt keinen. Der Handelsposten ist seit Monaten verschlossen. Warum behauptet der Junge, er hätte jemand erschossen, wenn es gar nicht stimmt? Woher soll ich das wissen? Ihr könnt es aber herausfinden. Der Alte bringt ihn mit, er wird bei euch wohnen. Oh, das ist doch nicht sein Ernst. Doch, und wie? Ich war dagegen, aber er hat mir die Zähne gezeigt. Es war nichts zu machen. Oh, Pat, wenn du wieder mit Pa gestritten hast, werde ich... Also hast du was rausgekriegt? Hast du mit ihm darüber gesprochen? Du hast also nichts über gar nichts rausgekriegt? Jetzt hör zu, Abby. Dieser Junge ist gefährlich. Das wäre jeder, der den Verstand verloren hat. Und trotzdem besteht dieser Alte nah darauf... Wie kannst du es wagen, ihn so zu nennen? Weil ich der Einzige bin, der hier für dich sorgt. Sieh dir doch deine Männer an. Zwei alte Krüppel und ein paar Satteltramps. Wir haben immer noch Revolver. Und wer soll damit schießen? Pat, mein Lieber. Siehst du den Nagel, an dem die Abwaschschüssel da hängt? Den sehe ich. Vielleicht beantwortet das deine Frage. Du verflixt ihn. Na, was denn? Oh, ich könnte dich nicht schlagen, Liebling. Oh, ich dich aber schon. Das ist es ja gerade. Du kannst nicht nachgeben. Also gut, ich gebe nach, wenn du auch nachgibst. Pa sagte immer schon, du könntest nur deinen Mund gebrauchen und deine Hände. Soll ich die Einweihungsfeier für die Scheune absagen? Du willst doch deine Scheune einweihen, oder nicht? Ich habe das neue Dach nicht draufgesetzt, um es alleine zu bewundern. Oh, ich stehe das schon durch. Und du auch. Ich kann übrigens auch mit einer Schrotflinte umgehen. Komm mit, Schatz. Ich will dir was zeigen. Alles wieder gut? Alles wieder gut. Dann gehen wir also doch alle noch zum Fest. Siehst du Big Jim hier? In unserer Familie gibt es seit langem einen Big Jim. Mein Großvater kam von Kentucky geritten auf dem ersten Big Jim. Ja, du hast mir's erzählt, 20 Mal schon. Dieses Pferd hier ist der einzige noch lebende Zuchthengst der Big Jim-Linie. Der
stolpern würde, würde ich lahm werden. Hat er was auf den Kopf gekriegt in letzter Zeit? Pat, du vergisst dein Pferd. Es ist nicht mein Pferd. Was? Ich weiß, es klingt lächerlich. Aber wenn wir erst verheiratet sind, ist es egal, wem es gehört. Du sollst einfach das Schönste haben, was es auf der Welt gibt. Und er da ist das Schönste. Ich glaube, jedermann glaubt, sein Pferd sei das Beste. Wahrscheinlich stimmt das auch. Aber das da ist das beste Pferd, was es gibt. Hast du deiner Mutter geschrieben? Na klar. Also, ich werde ihn für eine Weile hier behalten. Junge, du machst Aushilfsarbeiten auf der Ranch, zu Fuß. Hände weg von den Pferden. Aber sonst kannst du dich frei bewegen, vorerst. Er ist geschleift worden. Ja, und er wird wieder geschleift, immer wenn er fliehen will. Geh und hilf deiner Schwester. So eine Lüge habe ich noch nie gehört, dieser verrückte Junge. Du hast keine Ahnung, wie verrückt er ist. Oldwistle, ich will, dass du dir was anhörst. Junge, erzähl ihm, wie die beiden Männer am Postweg ausgesehen haben. Beschreib ihn den, der gegrinst hat. Tja, er sah irgendwie düster aus. Finster. Und er hatte einen Augenfehler, sodass man nicht wusste, welches Auge wohin sieht. Und er grinste immer, als ob er einen Tod vor sich liegen sähe. Ein schiefes Grinsen war das. Ach du liebe Güte. Jetzt beschreib ihm den anderen, den der grinsende Roper nannte. Roper? Naja, der war so klein, gedrungen, hat fremdländisch geredet. Also ehrlich, in meinem ganzen Leben habe ich sowas noch nie gehört. Erkennst du sie wieder? Na klar, man kann ihn doch nicht missverstehen. Dieses schiefe Grinsen, er hat sie beide genau beschrieben. Jetzt kommen wir langsam weiter. Nein, er hat sie weder auf den Postweg gesehen noch sonst wo auf dieser Erde. Und warum hat er sie nicht gesehen? Sag's ihm, Boatwhistle. Weil diese beiden Männer tot sind. Sie sind gestorben, als sie gegen Horse und mich am Zaun kämpften vor 15 Jahren. Immerzu denke ich, ich würde etwas sehen. Abby, warum wohnst du mit Pat nicht hier, wenn ihr verheiratet seid? Kommt es dir nicht komisch vor, ins alte Jessup House zu ziehen? Es ist jetzt nicht mehr das Jessup House. Jetzt werden Pat und ich da wohnen. Sollte mir das komisch vorkommen? Ach, deswegen bist du so nervös in letzter Zeit. Alles, was dort drüben ist, gehört den Jessups und die sind tot. Der Friedhof liegt gleich hinter dem Haus. Alle, die dort liegen, sind im Grenzkrieg gegen uns gestorben. Und sie hassten uns. Gut, ich gebe zu. Hörst du? Da stimmt wirklich was nicht. Schnell ein Gewehr! Kommen Sie! Was ist denn los? Die beiden Fremden beobachten das Haus. Wo? Ich habe sie vom Vorratssilo aus gesehen. Kommen Sie, ich zeige sie Ihnen. Da sind sie. Sie waren da. Big Jim hat sie gesehen und gewiehert. Ja, wir haben sie gesehen. Zwei Reiter ohne Kopf zwischen den Schultern. Sie sahen furchtbar aus, stimmt's? Ich hatte richtig Angst.
Wollen Sie gar nichts glauben, was ich sage? Genau das. Und ich habe langsam die Nase voll von deinen Spukgeschichten. Also nimm diesen Eimer Wasser und bring ihn ins Haus. Ach komm, lassen wir es bleiben. Denken wir an das Einweihungsfest für die Scheune. Dann kommt meine Hochzeit. Das ist sehr eigenartig. Jetzt ist es weg. Aber ich hatte eine Minute das Gefühl, als sei ich noch nie in so großer Gefahr gewesen. Ach, lass die Lampe aus und komm ins Bett. Jedenfalls will keiner hier bei dir bleiben, das steht fest. Dreh dich um. Hey, Kleiner, woher hast du diese Stiefel? Ein Rentscher hat sie mir gegeben. Ah. Bootwissel, wohin ist Paar gefahren? Findet nur die Pferde auf der Jagd nach diesen Gespenstern. Der alte Narr findet nichts, der ist blinder als eine Fledermaus im Fass. Was für Gespenster? Kuhncat hat sie gesehen. Sie saßen draußen in stockfinsterer Nacht ohne Köpfe. Ohne Köpfe haben sie gesagt. Abby? Irgendwie hat der Junge was an sich, als ob ihm der leibhaftige Tod auf den Fersen wäre. Und glaubst du, er hört mal auf mit immer wieder derselben Lüge? Sie sind nicht hinter mir her. Die wären noch längst weitergeritten. Diese Kerle wollen euch hier etwas antun. Welche Kerle? Ich weiß nicht, wer ihre Feinde sind, Mister. Aber glauben Sie mir, sie haben welche. Und warum knallen die dann nicht einfach durch ein Fenster und bringen es hinter sich? Ach, die würden nie von hier wegkommen, wenn auch nur Megan überleben würde. Jeder Rentscher im Umkreis von 90 Meilen wäre hinter ihnen her. Das hat Horst Davis selber gesagt. So, jetzt sieht das aus. Komm mit, Bootwissel, und zeig mir mal die Spuren. Na gut, wenn es sein muss. Aber alle Antworten, die es darauf gibt, stehen hier auf dieser Veranda. Also, Schätzchen, wenn du noch nie den nackten Rücken... Wer hat dir das angetan? Die glauben ja doch nichts, was ich sage. Dein Vater, hä? Mein Onkel. Er hat mich geschlagen, bis ich weggelaufen bin. Und warum hat er dich geschlagen? Meistens, weil er voll Schnaps war. Ich nehme an, du hast ihn bestohlen, als du weglaufen wolltest. Klar. Ich habe $7 für die 7 Jahre Arbeit genommen. Womit um Himmels Willen hat er dich geschlagen? Eine Eisenkette. Hier benutzt niemand Eisenketten. Nein, nur Schleppseile. Jetzt nicht mehr, das verspreche ich dir. Megan, gib ihm einen Hut. Halt das! Warte mal, mal sehen wir hier. Hier, setz mal diesen blauen auf. Ja. Nein, nein, der passt nicht. Hier, lass mal sehen, welcher. Warte, der, da ist noch einer. Damit sieht er bestimmt gut aus. Nein, damit sieht er zu sehr aus wie ein Stenz. Vielleicht, wenn du das Band abschneiden würdest. Das ist nicht gut. Weg damit. Ja, versuch den mal. Der müsste ihm stehen. Der ist doch gut. Was ist das denn? Den hatte die Vogelscheuche auf. Man soll ihn die Vogelscheuche behalten. Probier den mal. Aber das ist... Sei still. Wem gehört er? Es ist ihrer. Vielleicht möchtest du keinen Mädchenhut tragen. Das ist nicht irgendein Mädchenhut, das ist mein Hut. Ich habe noch einen. Gehen wir, Bootwissel. Hey, Kleiner. Wie kannst du ausgehen?
bisschen Holz geholt. Aus unserem Zimmer geholt, was? Nein, Ma'am, von draußen geholt. Ich hatte gerade angefangen zu hoffen. Das hätte ich wohl besser bleiben lassen sollen. Ich habe nur versucht... Du warst in unserem Zimmer, lüg mich nicht an. Glauben Sie, was Sie wollen. Wenn du noch einmal ohne Erlaubnis dieses Haus betrittst, lasse ich dich auspeitschen. Jetzt verschwinde. Bitte mal ganz schnell her. Was ist denn los? Coon Cat? Oh, ehrlich, was für ein Reinfall. Wieso? Naja, ich habe ihn zusammengestaucht, weil er hier drin war. Weil auch jeder jeden hier ständig zusammenstauchen muss. Was? Hier gibt's nichts als Ärger. Wir haben zur Genüge Schießereien miterleben müssen und Dürre und Brände. Schneestürme und alle anderen Sachen, die nicht gerade nötig sind. Lassen wir uns jetzt von einem einsamen Jungen unterkriegen? Ich lasse mich nicht unterkriegen. Samstag ist die Einweihungsfeier. Nach diesem Fest und zwei weiteren war ich dann insgesamt auf dreien. Ich will nichts mehr hören von dem verflixten Ärger mit Coon Cat oder sonst irgendwas. Ich möchte auf ein Fest gehen. Ja, Megan. So, jetzt werden wir fertig. Wird auch Zeit. Ihr beiden Grünschnäbel steigt in den Wagen. Wir fahren jetzt mit Karacho zu diesem Fest. Also beeilt euch. Na los, rein mit euch. Hilf mir hinauf, Coon Cat. Komm schon, rein da. Seid ihr soweit? Ja. Boat Whistle, du hast dich nicht rasiert. Ich hab mich rasiert. Fühl mal dein Gesicht an. Tu ich nicht. Ich hab mich rasiert. Ach du liebe Güte. Vorwärts mit euch. Steinmauern da drüben? Hör zu, Kleiner. Ich bin seit 20 Jahren in dieser Gegend. Und wenn uns jemand verfolgen würde, wüsste ich das. Dann wissen Sie es ja. Das sind die Mauern unseres ersten Hauses. Es wurde während des Grenzkrieges niedergebrannt. Dort stand früher mal eine Reihe Stockrosen. Oh, ich sehe diese kleine Staubwolke auch. Aber das sind nur Wildpferde. Klar, natürlich. Wildpferde. Die laufen ja mit Reitern herum. Ein Stück weiter die Straße rauf, möchte ich dir was zeigen. Das wird dich interessieren. Hier, vorwärts! Los! Das hier ist der Verlauf des berühmten Todeszauns. Über den weißt du ja alles. Ich weiß, was ich von Ihnen gehört habe. Und sehr viel mehr. In einer Minute werde ich dir das beweisen. Aber vielleicht gibt es etwas, was du nicht weißt. Siehst du diese vielen Knochen hier? Ja, Sir. Das ist übrig geblieben von einer großen Herde, der Horse-Davis-Herde. Weißt du, wie diese Rinder umgekommen sind? Nein. Also, alle paar Jahre kriegen wir einen Schneesturm aus dem Norden, der die Rinder vor sich hertreibt. Sie haben immer in den Canyons dort Schutz gesucht, bis die Fehde mit der Jessup-Familie begann. Niemand weiß, wie es angefangen hat. Ach, eine Kleinigkeit. Aber ein Wort gab das andere und dann baute Miles Jessup hier diesen Zaun. In dem Jahr kam dann der Schneesturm. Und unsere Rinder sammelten sich hier vor diesem Zaun zu Hunderten, soweit das Auge reichte. Die, die nicht starben, wo du sie jetzt siehst, haben sich die Hufe abgefroren. Sie liefen auf ihren Stümpfen, bis sie umfielen. Diese Geschichte habe ich 100-mal gehört. So, jetzt weißt du, was dein Miles Jessup getan hat und warum wir gegen ihn kämpften. Und der Kampf war erst zu Ende, als es keinen Jessup mehr gab. Und am Schluss hing Miles Jessup sterbend in seinem eigenen Zaun. Genau da drüben an dem Pfosten. Hey, sieht man da drüben? Sehen Sie doch endlich mal hin! Nein, das werde ich nicht. Ich habe die Nase voll von deinem ewigen. Sehen Sie mal hin. Boat Whistle, du musst hinsehen. Sie sind da.
seid ihr schon zwei. Ja, es ist komisch. Aber es ist gemein komisch, wenn sie an meiner Stelle wären. Jedenfalls, Kuhn-Cat, ich hab sie gesehen. Verstehst du, wogegen ich kämpfe? Ja, ich verstehe es. Du bist ganz wild darauf, das Thema zu wechseln, was? Hab dich erwischt, dass du ein bisschen zu viel weißt, aber du hast dich ja dann selber verraten. Wie verraten? Miles Jessup, der hier gestorben ist. Den hast du mir beschrieben, haargenau, als du von dem grinsenden Mann gesprochen hast. Dieser grinsende Mann und Miles Jessup sind ein und derselbe. Ich hab nur gesagt, wen ich gesehen habe. Und der Roper, das war der Spitzname für einen aus New Orleans. Gedrungen, hat fremdländisch gesprochen, genau wie du gesagt hast. Boat Whistle hat ihn in die Kehle geschossen. Pa hat gesagt, er blutete wie ein Wildbach. Sein Bruder kam rüber, nahm ihn in seine Arme. Er wollte mit seiner Hand die Kehle zuhalten, dann starb er. Gleich da drüben, bei dem Mesquite-Strauch. Und das sind die Männer, an die du dich erinnern willst? Kleiner, die waren tot, als du 2 Jahre alt warst. Ich habe sie gesehen, das ist wahr. Muss ich etwa glauben, dass tote Männer herumlaufen? Nein, tote Männer laufen nicht. Du hast von Männern gesprochen, von denen du so oft gehört hast, dass du sogar ihre Gesichter kanntest und wusstest, wie sie reden. Und was ich wissen will, ist, wer hat dir das alles erzählt? Das habe ich von niemand. Ich habe sie sogar mehr als einmal gesehen. Ach, du meine Güte. Ich geb's auf. Komm, steig wieder in den Wagen. Wir fahren zu dem Fest. Hallo, hallo, Mrs. Peterson. Hallo, Boat. Weißt du was, Horst? Was, Boat Whistle? Hier sind heute Abend Leute aus der ganzen Welt. Und auch einige aus Arkansas. Ja, kann sein. Was ist das, eine Pastete? Ja. Sieh dir diesen Kuchen an. Hey, Abby. Ja? Alles in Ordnung? Abby, komm schon. Ich komme. Wo ist Abby? Ist sie eingeschlafen? Na, wen haben wir denn da? Du hast mich doch schon mal in einem Rock gesehen. Oh, ich könnte mich dran gewöhnen. Ach, Pat, ich bin's leid, immer wie ein Mann sein zu wollen. Oh, das ist jetzt alles vorbei. Von jetzt an wirst du jeden Tag Kleider tragen. Ich werd's herrlich finden. Pat, wo sind dein Vater und deine Mutter? Ich habe sie nicht gesehen. Wir sind noch nicht hier. Dann hast du ihn nicht geschrieben. Nein, doch, sicher. Du hast ihn den falschen Tag genannt. Ich habe sogar Arzt Hims hingeschickt, um sie abzuholen. Vergiss nicht, man braucht mehr als einen halben Tag hierher. Ist das so furchtbar lustig? Ach was, sie kommen schon. Jetzt amüsieren wir uns erstmal. Hey, was ist das? Seid ihr eigentlich fertig mit eurem Barbecue? Lass uns tanzen. Schon. Krieg ich bitte noch einen Kaffee? Oh, join in, circle of eight. Break and trail along that line with the lady in the lead and the jet behind. Your left hand in like the dinner gong and the spinning wheel rolls right along. Now back with your right, you done gone wrong. Now over your shoulder with your left arm and wrap them up like a ball of yarn and a do-si-do on your horn. Now meet your honey and pat her on the head and promenade. That's what I said. Oh, join in the circle of eight, circle of eight. Break and trail along that line with the lady in the lead and the jet behind. Your left hand in like the dinner gong and spin the wheel. Now over your shoulder with your left arm and wrap them up like a ball of yarn and a do-si-do on your horn. Now over your shoulder with your Komm left doch, Kuhn-Cat, tanz mit. Like es macht großen Spaß. Ach, ich sehe keinen Sinn darin. Der einzige Sinn ist, dass ich es gern möchte. Ich kann das nicht. Annie da drüben kann nur bis 3 zählen. Und wenn sie das kann, kannst du das auch. Komm schon. Na dann. Na dann. Oh.
on to you, partner. Your corner's all. Wave to the pretty girl across the hall. Side two couples, four to back. Hey, einer der Jessups überlebt, ein Junge? Hawk Jessup? Er war 13. Ich wusste es. Es ist dieser Coon Kid. Ja, Bob Jessup tanzt mit Negan. Nur, dass Bob Jessup ungefähr 30 wäre und er sitzt als lebenslänglicher in Leavenworth. The old cow kicked in the yelling ball and swing the opposite across the hall. Same two gents, forward and back. Kunke, ich möchte dir etwas sagen. Deine Blumen haben uns sehr gefallen. So etwas Nettes hat noch nie jemand gemacht. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Na gut, dann sage ich dir noch etwas. Das war das erste Mal in unserem Leben, dass uns jemand Blumen geschenkt hat. Turn your back to spit on the wall and swing your opposite across the hall. Turn third forward and back. Forward again and circle forward, two little ladies, do-si-do, a little bit of heel and a little bit of toe. Now I take you, honey, and home you go. That's gonna be the last, boys. Ain't gonna be no more, cause that is all. Komm, Bootwisse, 27 Meilen von Carson. Ja, bitte, Bootwisse. Oh, Happy Pat, ihr wisst, ich habe schon alle Tänze angesagt. Ach, komm schon, komm schon. Also gut, pass auf. Also rein zufällig liegt meine Gitarre gleich dahin. Na ja, das ist es. In welcher Tonart spielen wir es, Larry? So get along, old Baldy. Take the trail of the wagon road train. Got a pretty little gal in Carson. And I'm 20 miles from Carson in the rain. Now, Jack, don't go back to Carson. I'm afraid you've lost your play. Cause a poor cowboy. Siehst du, ist es nicht schön, einfach so unter Menschen zu sein? Ich habe solche Menschen wie euch noch nie gekannt. Aber jetzt kennst du uns. In the rain. So get along, old Baldy. Turn around there. Take me over the funeral rain. Cause a poor cowboy's heart is breaking. 20 miles from Carson in the rain. Now, Jack, don't go back to Carson. That gal will never keep that day. There's a million men and all passed through Carson since the fall. I'd say you got back too late. So get along, old Baldy, turn around. Wo ist dein Pa? Ich glaube, er ist im Haus. Warte hier. Coon Cat, wo willst du hin? Geh nicht ins Dunkel, egal was passiert. Thank you.
biegen wir wieder rein. Beide? Das Mädchen wird losschreien. Nicht lange. Nein, warte. Kuhn-Cat, was suchst du hier draußen? Gleich da drüben. Sieh über meine Schulter, da bei dem Farmwagen. Siehst du sie jetzt? Nein. Diese Gespenster kommen wirklich weit herum, was? Ich habe dein Paar gesucht, um ihm zu sagen, dass sie hier sind. Oh, Kuhn-Cat, was machen wir denn nur mit dir? Mit mir? Ihr könnt doch nicht einmal auf euch selbst aufpassen. Die sind nicht hinter mir her, ich bin ihnen nur im Weg. Warum läufst du dann fort? Ich kann euch nicht helfen, weil ihr mir nicht glauben wollt. Und ich warte nicht ab, bis ihr mich wieder beschuldigt. Das lässt du jetzt mal. Du kannst jetzt nicht frei herumlaufen. Du wirst dir was antun, wenn du in der Verfassung bist. Das ist meine Sache. Und ich mache es zu meiner. Also los, geh wieder rein, wenn du nicht 20 Rotpaar auf den Fersen haben willst. Komm, habe ich gesagt. Hey, wo ist Pat Farrell? Drüben in der Scheune. Ja. Well, was ist denn mit der Art? Tja, ich weiß nicht, Rudolf. Er kam gerade angeritten und war ganz aufgeregt und... wollte unbedingt, Aha, jemand hat irgendwas rausbekommen. Was geht uns das an? Das finde ich raus. Warte bei den Pferden. Wo war meine Ma? Ich fand sie in der Küche. Sah aus, als hätte sie am Herd gestanden, als es passiert. Dein Vater war draußen am Pferd. Ihn hat's wohl erwischt, als er hineinritt. Wie lange waren sie tot? Vielleicht eine Woche. Mir so leid. Jetzt wissen wir also, was der Junge getan hat. Diese netten alten Menschen. Bist du Megan? Lass sie reinkommen. Wann warst du drüben am Warpaint River? Ich war noch nie am Warpaint River. Ein ausgetrockneter Fluss bei der Poststraße. Erinnerst du dich nicht an eine Hütte und ein paar Schuppen? Nur eine halbe Tagesreise nach Osten? Ich bin an einem Dutzend solcher Plätze vorbei. Das reicht. Der Junge hat ein Recht zu sprechen. Art, sag bitte den Leuten, sie sollen nach Hause gehen. Gut. Sag es ihnen so ruhig wie möglich. Ich möchte, dass ihr Mädchen auch nach Hause fahrt. Am besten bringst du sie nach Hause. Was hast du denn vor? Ich werde ihn aufhängen. Das kann ich nicht zulassen, Pat. Was? Zuerst muss ich wissen, wieso der Junge zwei Männer beschreiben kann, die er nie gesehen hat. Aber sie waren hier. Gerade noch. Wir standen uns gegenüber. Sag du es ihnen doch. Du hast sie gesehen. Du hast sie sehen müssen. Er hat mir gesagt, dass er sie gesehen habe. Mein Paar bekam eine Kugel in die Lunge, als er dir beistand. Hast du das vergessen? Er war der Einzige außer deinen eigenen Leuten, der zu dir stand am Todeszaun. Ja, das ist wahr. Trotzdem bleibt die Tatsache, dass wir überhaupt nichts über diesen Jungen wissen. Er hatte solche Angst, sein Gesicht zu zeigen. Er hat riskiert, erschossen zu werden, statt um Essen zu bitten. Er wollte unbedingt ein Pferd, weil er unbedingt aus dem Land wollte. Ja, das weiß ich. Weißt du noch, was du gesagt hast? Es ist ein schlimmes Verbrechen geschehen. Wir müssen herausfinden, was es war. Das habe ich gesagt. Du hast ihn heute vor einer Woche erwischt. Und vor einer Woche wurden meine Eltern erschossen. Keinen halben Tagesritt entfernt. Wir haben alles herausgefunden, was du wolltest. Und das weißt du. Ich weiß nicht mal, ob der Junge dort war. Das wirst du nie wissen, wenn du auf ein Augenzeugen wartest. Zwei Menschen haben ihn gesehen und die sind tot. A horse? Kuhn-Cat war dort. Nicht eine Minute habe ich geglaubt, dass der Junge was getan hätte, was nicht recht war. Aber ich habe seine Stiefel repariert. Woher hast du diese Stiefel? Ein Rancher hat sie mir gegeben. Zieh sie aus. Das
große F. Das Brandzeichen meines Vaters. Dann hat er sie mir gegeben. Kleiner, warum hast du die Fäden rausgezogen? Weil ich wusste, dass man sagen würde, sie seien gestohlen. Abgelegte Stiefel tragen... Bist du zufrieden? Nein, bin ich nicht. Und ich werde es erst sein, wenn ich viel mehr weiß als jetzt. Ich muss nur wissen, wer meine Eltern umgebracht hat. Und das weiß ich. Aber ich nicht. Mr. Davis, ich schwöre, er wird ja nicht mehr lebend wegkommen. Doch, mit mir, wenn ich weggehe. Pat, er hat recht. Bist du jetzt auf seiner Seite oder auf meiner? Ich bin auf meiner eigenen Seite. Wenn Sie wegfahren mit dem wahnsinnigen Killer, wird keiner von euch, nicht mal ein Tier mit eurem Brand, je wieder dieses Anwesen betreten. Oh, Pat, das glaube ich dir nicht. Und den Zaun könnt ihr auch wieder haben. Genau da, wo er war. Sehr schnell. Geht da zur Tür raus. Abby, steig in den Wagen. Wir führen dein Pferd. Ich habe kein Pferd mehr. Los, bring den Wagen da raus. Halt alle Posten ab. Schnell. Ich reite voraus. Halte die Augen offen. Glaub, dass er es tut. Ich habe es geglaubt. Jetzt wird diese schreckliche Geschichte wieder von vorne anfangen. Nein. Weißt du wieso? Bei dieser Rinne dort ist Tommy gestorben. 11 Jahre alt. Ich hatte gesagt, er soll zu Hause bleiben. Aber er ist gestürzt. Dort mit seinem erschossenen Pferd. Ich weiß. Wir gewannen unseren Kampf. Aber das war nicht mehr wichtig. Ich werde nie wieder zu den Waffen greifen. Danach kann ich in Marfa sein. Ich telegrafiere von dort aus den Käufern in Wichita, in Ellsworth und Kansas City. Sie müssen meine Herde dann in Dodge treffen. Was müssen Sie in Dodge treffen? Jedes unserer Rinder, das laufen kann. Ich verkaufe sie alle. Ach, du alter Narr, die bringst du doch nie im Leben durch den Winter. Ich werde alle Tiere verlieren, wenn ich sie hier behalte. Na gut, du wirst nach Dodge kommen mit vielleicht einer Kuh und die wird nur noch Haut und Knochen sein. Wenn der Rest der Herde so gut ist wie die hier, kommen wir durch. Oh, Pa, du wirfst alles, was wir haben, weg für einen nichtsnutzigen Jungen, der das nicht mal will. Ich tue das nicht für den Jungen. Etwas ist entweder Recht oder Unrecht, was Halbes gibt es nicht. Pa, warum nimmst du Megan nicht nach Marfa mit? Bist du in 7 Sekunden fertig? Na klar! Also gut, ich schicke euch 12, 14 Cowboys runter, so schnell ich kann, und ihr könnt mit dem Zusammentreiben anfangen. Ach, das wird das Ende dieses Brandzeichens sein, und das weißt du genau. Ich will, dass alle meine Tiere zusammengetrieben und bereit zum Abmarsch sind, wenn ich zurückkomme. Wenn nur Tommy noch am Leben wäre, da haben sie uns allen das Rückgrat gebrochen, als sie diesen kleinen Jungen umbrachten. Pa hat nicht gesagt, wir wären geschlagen. Nein, das hat er nicht gesagt. Aber es gibt eine Sache, die ich ganz sicher weiß. Dieser Zaun würde sofort wieder niedergerissen, wenn dein Bruder noch am Leben wäre. Aber das ist er nicht. Also los, hier davon, hier, hier! Ich weiß nicht. Mr. Davis schickt uns hier aus Marfa. Bringt euer Zeug in den Schlafraum und holt euch was zu essen. Was dein Papi dazu sagen würde? Er würde sagen, ein Jammer, dass sie hier ist statt Tommy. Also, fahr den Wagen raus. Weißt du was? Ich denke überhaupt nicht dran. Ich komme mit, wenn Sie wollen. Ich kann gut kochen. Dann bleib hier mit diesem verrückten Jungen. Nimm diesen Karabiner von meinem Sattel. Hältst du mich für Calamity Jane? Naja, sieht so aus, als ob du dich dafür halten würdest. Abby, Pat Farrell hat genauso viele Cowboys auf die Beine gebracht wie wir hier. Aber seine sind Draufgänger und Kämpfer, nicht so wie diese müden Burschen. Du fährst den Proviantwagen, Dixie. Tu das ja nicht, Dixie. Du solltest inzwischen wissen, wer in diesem Haufen der Boss ist. Das weiß er auch. Du kannst jetzt losfahren, Dixie. Abby, Schatz, jetzt hör doch mal auf mich, bitte. Abby. Kommt, Jungs, es geht los! Abby, du weißt nicht, was du tust.
Wir werden diesen Zaun niederreißen. Hier. Ach du meine Güte. Ja. Hier. Verbrennt alle Pfosten, Männer. Soll auch nicht einer stehen bleiben. In Ordnung, Abby. Zieht den Pfosten hier rüber. Los, zieht den Pfosten hier rüber. Ins Feuer mit den Dingern. Man hat ihn schon gesehen. Da oben sind sie. Ja, ich sehe sie. Lieber Himmel. Wir reiten da hinunter. Erst schießen, wenn sie es tun. Los, wir müssen weg hier. Wir können hier nichts mehr tun. Das können Sie nicht hören. Dann feuer einen Schuss ab, schnell. Hast du nicht Angst? Sie können glauben, dass... In den Schlafraum und hol mir den Karton mit den Patronen. Wir reiten auch los. Lass ihn gehen. Warum hast du ihn gehen lassen? Ich habe was Großartiges gelernt bei dem Einweihungsfest. Dieser junge Kerl bringt mir Glück. Da bin ich nicht so sicher. Sie schieben ihm für alles die Schuld zu. Sie trauen nicht mal ihren eigenen Augen, wenn er ihnen sagt, was sie sehen. Er wird mir leid tun, wenn sie ihn hängen. Das gefällt mir nicht. Er bringt jetzt Boatwhistle her. Geh zu den Pferden und hat sie bereit, wenn du meinen Revolver hörst. Wo sind die Patronen? Geh und hol die Patronen. Na los! Sagen Sie mir nur eins. Könnte Miles Jessup noch leben? Wie könnte er noch leben? Vielleicht war er nur verwundet. Er ist von unseren eigenen Männern begraben worden. Vielleicht haben sie den Falschen begraben. Nein. Vielleicht ist er wieder zu sich gekommen und hat sich selbst ausgegraben. Ach du meine Güte, dann hole ich mir die Patronen eben selber. Ich sag Ihnen nur, bitte gehen Sie da nicht hinein. Bitte, Boatwhistle, gehen Sie da nicht rein. Kleiner, kein Wunder, dass die Leute dich für verrückt halten. Hallo, Boatwhistle. Miles. Du hast nichts vergessen, wie ich sehe. Miles Jessup. Was ist mit dir, Boatwhistle? Hast du nie damit gerechnet, einen Jessup wiederzusehen?
nicht diesseits des Grabes. Ich weiß noch, wie viel Spaß es dir gemacht hat, uns da reinzubringen. Nein, Miles, es war nur... versucht, die Schießerei zu beenden, als er dich gesehen hat. Er wollte zu dir reiten, als sein Pferd erschossen wurde. Der Zuchthengst? Ja. Auf eine Meile konnte man das Pferd schreien hören. Pat musste ihm eine Kugel durch den Kopf jagen. Big Jim. Ich möchte, dass alle Männer um 16:30 gesattelt haben. Kannst du ihnen um 3:45 Frühstück machen? Ich verstehe nichts vom Rotestreichen, Mr. Davis. Gib ihnen Zwieback. Bei Tagesanbruch muss die Poststraße in beiden Richtungen gesperrt sein. Ein Mann muss in Marfa sein und alle Wege abgeriegelt. So haben wir eine Chance, den Jungen einzufangen. Ja, Sir. Schwillt es an? Es pocht ziemlich. Das ist alles meine Schuld. Bootwissel liegt tot da draußen, weil ich nicht sehen konnte, was doch ganz klar war. Was war denn ganz klar? Dieser Junge ist ein Jessup, da gibt's keinerlei Zweifel. Das glaube ich nicht. Wer wurde zuerst getötet? Die Ferrells, dann Bootwissel. Beide auf meiner Seite im Grenzkampf. Aber das ist keine Erklärung. Der Junge hat sich die Gesichter der Männer gemerkt, die getötet wurden. Er will uns weismachen, wir würden verfolgt. Damit hat er sich verraten. Aber Kuhncat hatte nicht einmal eine Waffe. Wo ist der Hausrevolver? Jetzt geh in dein Zimmer. Mein Bedarf an Streit ist jetzt gedeckt. Ich brauche nicht auch noch deinen Senf dazu. Jemand musste Pat Ferrell. Er muss erfahren, dass ich mich geirrt habe. Angst, es ihm selbst zu sagen? Dieser Bruch zwischen dir und Pat war nur meine Schuld. Und der Grenzkrieg und alles. Ich stehe zu dem, was ich getan habe. Abby, es gibt jetzt keinen Grund mehr zu kämpfen. Männer kämpfen nicht wegen eines Grundes. Sie bekämpfen sich, weil sie kämpfen wollen. Hm. Pat nicht. Danke, Pa. Still! Komm her! Dieser grinsende Mann hat Bootwissel erschossen, direkt vor meinen Augen. Oh, Kuhncat, ich glaube dir, aber sonst glaubt dir niemand. Wenn du nur nicht zurückgekommen wärst. Ach, das ist doch jetzt egal. Aber dir musste ich es sagen. Hättest du nur diesen Schwindel mit dem Postweg nicht erzählt. Schon tausendmal habe ich bedauert, dass ich euch überhaupt was erzählt habe. Du hast sogar Pada rausgelockt und geschworen, er würde eine Leiche finden. Jetzt weiß ich, warum keine da war. Du behauptest immer noch, dass eine da war? Natürlich war eine da. Und ich weiß, was mit ihm zu öffnen. Bist du da drin mit jemand, Wiegel? Ich habe nur die Sterne gezählt. 792, 793... Zählen Sie zu jeweils 50, wie Rinder. Und geh ins Bett. Ist gut. Schnell, erzähl's mir. Diese Fremden, der grinsende Mann und der Roper, sie haben die Leiche versteckt, Dreck drauf geschaufelt und ihre Spuren verwischt. Wieso sollten sie das tun, wenn du ihn umgebracht hast? Ich habe es nie getan, Negan, und das weiß ich jetzt.
Sie haben über mich weggeschossen, als ich bewusstlos war. Deshalb haben Sie es vertuscht. Männer wie denen ist doch sowas egal. Die reiten nur schnellstens weiter. Das war denen nicht egal, weil sie noch was vorhatten. Die sind gekommen, um etwas zu tun. Und sie haben es vertuscht, damit sie das erledigen können. Wenn wir das nur beweisen könnten. Eine Leiche wird es beweisen. Selbst wenn alles so wäre, wie du es sagst, könnten wir nie die Leiche finden. Die können sie überall begraben haben, im Umkreis von 100 Meilen, oder aber... sie haben sie genau dort vergraben. Vielleicht lag er die ganze Zeit über da. Ich muss hin und in das Haus rein. Ich habe nur bis morgen früh Zeit. Es wäre besser für dich, einfach loszureiten, bis dein Pferd umfällt. Naja, wenn ich nichts finde, werde ich weiterreiten. Aber ich muss wenigstens diesen einen Versuch noch machen. Ich komme mit dir. Nein, das tust du nicht. Ich habe dir nur alles erzählt, damit du Bescheid weißt. Cooncat! Vater wird dir folgen. Er folgt mir sowieso. Ich habe eine Nachricht hinterlassen, wo wir hinreisen. Heiliger Strohsack, warum hast du denn das bloß gemacht? Jetzt habe ich überhaupt keine Zeit mehr, irgendwas zu finden. Natürlich hast du die, wenn wir jetzt losreiten. Kann ich dich nicht irgendwie loswerden? Nein. Verstehst du nicht, dass du mich brauchst, wenn er kommt? Ich helfe dir so gut ich nur kann. Komm jetzt. Oh nein, du kommst nicht mit. Oh doch, ich komm mit. Nein, das wirst du nicht. Willst du wetten? Ja, alles. Du kommst nicht mit und damit Schluss. Lauf mir ein Seilende her. Hier. Jetzt die Augen offen. Sieht er auch? Klar sieht er. Also gut, reit los. Cat? Alles in Ordnung? Was tust du denn? Ich habe eine Lampe gefunden. Dieser viele Staub, wie konnten Sie den denn überall verteilen? Woher soll ich das wissen? Vielleicht mit einer Schaufel reingeworfen. Das sieht irgendwie komisch aus. Da sind Steine drin. Hier hat er gelegen. Siehst du den dunklen Fleck? Das ist sein Blut. Dann ist also alles wahr. Natürlich ist es wahr. Ich muss ihn finden. Ich muss einfach. Und wenn ich den ganzen Laden auseinandernehme... Verdammter Mist. Cooncat, sei mal still. Ich dachte, ich hätte Pferde gehört. Wahrscheinlich doch nicht. Es ist furchtbar still hier. Es ist fast schon morgen. Ich sehe einen kleinen hellen Streifen im Osten. Und den heulen die Kojoten wohl an. Es hat keinen Zweck, weiter zu suchen. Hier ist nichts. Aber würde der Blutfleck nicht beweisen? Ach, die sagen, er hat was verschüttet. Und was sollen wir jetzt tun? Ich muss wohl abhauen. Ich habe mir zu viele Hoffnungen gemacht. Ich war sicher, dass er hier ist, aber er ist es nicht. Nein, er ist nicht hier. Er liegt tief im Canyon unter einer ganzen Tonne Dreck. Eines Tages wird eine Überschwemmung einen Schädel heraufspülen, 20 Meilen flussabwärts, aber nicht so bald. Lauf, Miguel!
bei mir. Die kommen gleich. Sie sind ins Gebüsch gelaufen. Reit ihnen nach. Verletzt? Alles in Ordnung. Der grinsende Mann hat unsere Pferde. Wo ist er jetzt? Er sieht in den Ruinen nach. Da gehen wir rein, sobald er weg ist. Wieso? Das ist der einzig sichere Platz. Da hat er schon nachgesehen. Komm, wir gehen jetzt. Wenn nur Pa kommen würde, die werden uns bestimmt finden. Nein, werden sie nicht. Müssen wir für immer hier bleiben? Vielleicht eine ganze Weile. Am besten wir stellen uns vor, dass wir hier wohnen. Das wäre gar nicht so übel. Was denn? Hier zu wohnen. Ich könnte es sehr hübsch herrichten. Wenn Wände da wären, ein Boden. Sowas ist keine große Sache. Das mache ich mit eigenen Händen. Glas in die Fenster? Klar, sowas kann ich leicht machen. Und ich kann kochen und Teppiche knüpfen und sowas. Ach, ich will nicht daran denken. Wieso? Das hat doch alles keinen Sinn, weil mich jeder für einen Mörder hält. Ich nicht. Ich weiß. Und ich denke immer wieder, wenn alles nur anders gekommen wäre. Aber es ist ja anders. Er stand ja dort und sagte, er war es. Er hat Jim Shell getötet und du bist außer Verdacht. Sie sind zurück. Der grinsende Mann jedenfalls. Ich dachte, ich hätte Räder gehört. Ich höre jetzt keine. Da ist Rupert. Wo willst du hin? Ich sehe drinnen mal nach. Drück dich an die Wand. Ich war da schon drin. Komm her. Horst Davies kommt tatsächlich. Er ist nicht mehr weit weg. Allein? Zwei Männer sind bei ihm und Pat Farrell kommt auch. Dann bring die Pferde nach hinten. Es wird alles gut werden. Ja, es muss gut werden. Da sind sie. Komm her. Nicht schießen, lass ihn näher rankommen, du Idiot. Sind doch leicht zu treffen. Auf diesen Moment habe ich viele Jahre gewartet. Wenn du schießt, bevor ich dir sage, knall ich dich noch in derselben Sekunde ab. Hey! Hey! Ich habe deine Nachricht gekriegt. Ich habe dir nicht sagen lassen, du sollst herkommen. Irgendwie dachte, du brauchst mich vielleicht. Ich brauch dich nicht. Killer werden so lange warten, bis sie ganz nah rangekommen sind. Wir müssen sie warnen. Das hat keinen Zweck. Pa würde denken, du gibst ihnen ein Zeichen. Nicht, wenn ich nah an seinem Ohr vorbeischieße. Dieser Schuss kam aus den Ruinen. Nein, das Echo hat dich getäuscht. Vom Hügel. Wenn er davon genug hat, wird er näher kommen. Dixie, Frank, feuer ein paar Schüsse runter, damit er abgelenkt ist. Ich gehe den langen Weg durch den Canyon. Nur da oben und ballern völlig wahllos in die alten Lehmmauern rein.
Glaubst du, dass irgendwas passiert? Sieh mal da! Wer glaubt, ich wäre da drin? Mit nur einem Revolver. Vielleicht glaubt er sogar, ich erschieße ihn nicht. Nein. Ich muss ihn aber warnen. Wenn er antwortet, erschießen Sie ihn. Das passiert jetzt jede Sekunde. Ich muss jetzt da raus. Damit er Bescheid weiß. Kuhnke! Bleib da! Er war gar nicht drin. Es ist doch ein bewaffneter Mann. Schieß weiter, mehr können wir nicht tun. Nein, ich kann noch mehr tun. Du kannst nicht an sie heran. Ich kann nicht hier liegen und zusehen, wie der alte Mann umgelegt wird. Ich schieße. Waffen fallen lassen. Aufstehen. Ganz langsam. Gesicht zur Wand. Jetzt ganz langsam zur Tür. Geh nicht raus. Er will nur, dass wir von den anderen draußen erschossen werden. Ja. Ich dachte, dass du dich an mich erinnerst. Man hat mir gesagt, Bob Jessup säße im Gefängnis. Das stimmt. Sonst wäre ich auch schon seit langem hier. Den da erkenne ich wieder. Ich habe seinen Bruder in seinen Armen sterben sehen, am Zaun. Aber du musst damals ungefähr 13 gewesen sein. Du erinnerst dich an mich? Nein. Aber ich kenne deinen Vater. Und du siehst aus, als wäre Miles Jessup aus dem Grab auferstanden. Ja, genau. Hilf dem Jungen. Ich helfe ihm schon. Halt ihn vorsichtig. Ja. Von jetzt an kann er alles haben, was ich besitze. Du solltest besser beten, dass er es noch erleben kann. Du kamst hierher, um ihn zu töten, und er hat dir das Leben gerettet. Von jetzt an wird er nie mehr ohne Freunde sein. Und er wird immer ein Zuhause haben.